So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von The Bass. Ja, muss ja mal irgendwann weitergehen. Jetzt ist es, glaube ich, gefühlt eine Woche her, weil ich glaube, mein Mikrofon übersteuert ein bisschen. Scheiße. Es ist jetzt gefühlt eine Woche her, dass wir hier mal gezockt haben. Ich habe seitdem auch nicht mehr gespielt. Ich habe bloß mal ganz kurz schon mal geguckt, was hier im Bus so abgeht. Nochmal, wo der Blinker ist und sowas. Ich habe es einfach die Woche nicht geschafft, nochmal was aufzunehmen. Ich habe jetzt den Motorsound mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, man hört ihn jetzt ein bisschen, wenigstens ein kleines bisschen besser. Und wir haben noch 4 Minuten bis zur Abfahrt, bis wir hier auf unsere wilde Reise gehen. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir jetzt schon losfahren müssen zur ersten Station, weil es ja hier noch... Was ist hier? Herzallee? Hier steht nirgendwo ein Schild, glaube ich. Aber muss ja. Warte mal, ich gehe mal die Außenansicht. Weil hier steht weit und breit nichts. Genau, also ich hoffe mal, dass ich jetzt mal schaffe, vielleicht heute noch 2, 3 Folgen aufzunehmen. Dass ihr dann auch was zum Hochladen habt, dass ihr auch was zum Gucken habt. War jetzt die Woche, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Gut. Ich glaube, wir können auch die Zeit überspringen, bis wir los müssen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe, glaube ich, alles noch auf Automatik gehabt. Wenn ich jetzt vorwärts fahre, müsste er ja eigentlich die Türen schließen. Tut er nicht. Doch, jetzt, wenn ich losfahre, naja gut, egal. Das geht bestimmt auch irgendwie dezenter und besser. Aber ich würde sagen, wir gucken hier schon mal vorsichtig zu unserem Startpunkt. So, ich hoffe, das Spiel leckt jetzt hier nicht wieder so rum, das wäre blöd. Und wir warten dann einfach noch an der Startbushaltestelle und schildern noch kurz ab, bis die Action Jacks losgeht. Das haben wir auch mit Ansage, prima. So, erstmal unsere Kumpels hier alle durchlassen. So, Abfahrt. Da kommt noch einer, schade. Na egal, muss erwarten. Okay, ich habe vergessen, wie weit man aus... Ach, guck mal, da warten schon sogar welche. Aber gut, wir müssen jetzt noch die 3 Minuten hier irgendwie rumsitzen und abquatschen. Aber falls die hier irgendwelche Fahrkarten käuflich erwerben wollen, kann ich da schon mal üben. Ist ja nicht gerade wenig, was hier mit möchte. Moin! Ich bin heute der Busfahrer Ihres Vertrauens. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Mahlzeit... Mahlzeit, Mahlzeit, guten Tag, hi, Mahlzeit. Oh, scheiße. Ich hätte gerne ein Ticket. Ist mir egal, ich habe keine. Oh, nö, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Was muss ich jetzt hier machen? Wahrscheinlich hier erstmal auf diesen krebligen Bildschirm. So, warte mal. Die will eine ABC-Karte haben. Ja, die ist teurer als 3,80, oder? So, warte mal. Start. Nee, warte mal, wir wollen eine Fahrkarte. Ist es hier? Verkauf? Ach du Scheiße. Nee, eine Gutschrift wollen wir. Hä? Oder ich will eine Fahrkarte verkaufen. Wo ist das? Ah, jetzt, okay. Jetzt sind wir drin, jetzt sind wir eingeloggt. Okay, so, die will. Was will die haben? Eine ABC. Einzelfahrschein. 3,80. Mann, leg doch den 5er hier hin, du doofe Kuh. Krieg die 1,20 zurück, ne? Ach du Scheiße, wir können doch rechnen hier, ey. Da. Und da. Sehe ich richtig, wa? Bar. So, bitteschön. So, guck mal, haben wir unser erstes Ticket auch verkauft. Ciao mit V. Gut, da weiß ich schon mal fürs nächste Mal, wie es geht. Oh nee, ey, dann kann ja was werden. Ich und Kopf rechne, das ist eine ganz schlechte Kombination. So, eine Minute haben wir noch. Die müssen wir jetzt hier, wie gesagt, noch abgammeln. Wobei wir können eigentlich... Ja, oder? Oh ne, ich hasse das auch mal, wenn der Bus zu früh losfährt. Nee, komm, wir warten noch kurz. Können wir mal die Außenansicht nochmal reinschmulen. Ah, vorbei kommt der Verkehr. Hinter uns haben sie Pech, falls jemand kommt. Also ich habe schon gar keinen Bock, wenn ich daran denke, dass wir bald mal mit so einem ollen Gelenkbus hier fahren werden. Alter, ich komme mit der Karre hier schon kaum rum. Ich soll das mit einem Gelenkbus werden? Ach du Scheiße. So, 8 Uhr, Freunde. Abfahrt. Let's go. Also ich hoffe, dass die Folge heute nicht auch wieder so lang wird wie die letzte. Mit 1 Stunde 10 war ein bisschen viel. Das sollten wir jetzt eigentlich ein bisschen kürzer hoffentlich heute hinbekommen. Achso, hier ist 30. Hoppala. Und von daher... Wo sind die jetzt hier lang? Ach da, in die Einbahnstraße rein hier, wa?
so mal ein bisschen einen Ausschwenke-Klaus hier machen. Ist ja wieder an die Tastatursteuerung hier gewöhnen. Ja, geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dann hier da wieder hinkommen, wo ich mich auch bald wieder auskenne. Also hier war ich auch schon mal gewesen, aber kann mich nur dunkel dran erinnern. So, Busspur, prima. Um 8.03 Uhr soll ich da sein. Das ist 8 Uhr. Was sind denn das hier für Zeiten, Junge? Bruder, ich bin doppelt so schnell. Ich bin der beste Busfahrer. Oh, jetzt sind wir ein bisschen weit gefahren. Ah, nee, passt mit dem Schild noch. Moin! Guck mal, der fliegt über den Boden. Nee! Mach keinen Scheiß. Schon wieder eine ABC-Karte. Moin! So, Bruder der Sonne. Was hast du da hingeschmissen? 4 Euro, Sir. Okay. Regeltarif, jawohl. Bitte sehr, Kumpel. Ach so, der will sein Rückgeld haben. Ich dachte schon, was macht der denn? Hau doch mal ab. Sorry. Steht da und wartet. Ich denke mir so, Alter, du hast da deine Fahrkarte, hau ab. Geld habe ich doch schon genommen. Ja, schön. Ja, Rückgeld sollte man auch bezahlen. Oh, nee. So, jetzt müssen wir noch wieder eine Minute warten. Oh, und hier wird... Oh, nee, wir haben Busspur. Aber hier sieht schon verkehrsmäßig schon wieder relativ wild aus. Oh, je, Mini. Jetzt wird's voll, Freunde. So, fahren wir jetzt einfach früher los? Oder halten wir uns an den Fahrplan? Ach, komm, wir halten uns an den Fahrplan. Was steht denn hier? Kann man das hier sehen? Diese digitalen Busanzeige, die finde ich ja ultra geil, aber ich kann sie hier nicht sehen. Kann ich irgendwie eine freie Kamera... Nein. Irgendeine freie Kamera wechseln? Oh, schon voll unsere Kiste hier. Kick mal an. Ja, nee, geht nicht. Egal. So, zurück auf den Sitz. Ups. Aber hier hängt der Spiegel im Weg, da kannst du das auch nicht sehen. Ich würde gerne mal sehen, die Digitalanzeige, ob die mitläuft. So. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter. Let's go. So, wer nicht da ist, hat Pech gehabt. So, 8.03 Uhr, guck mal. Perfekt. Eine Sekunde zu früh abgefahren. So, da ist wieder unser Primarkt. So, wir müssen jetzt hier rechts abbiegen. Ich quetsche mich hier mal. Einfach mal ganz dreist in den Weg. Ich wollte das eigentlich mit Controller spielen. Diesmal hat aber auch wieder super geklappt. Achso, blinken wäre vielleicht noch ganz geil. So, wollen wir mal gucken. Da hinten ist ein Karstadt, falls jemand noch shoppen möchte. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier mit rüberkommen. Oder ob die sich hier alle wieder wie ein Dulli anstellen. Ich erinnere mich noch am Potsdamer Platz an die eine Kreuzung. Fahr doch. Warum hat er gerade nach rechts rumgezeigt? Das habe ich gerade irgendwie nicht verstanden auf der Map. Was ist das? Ich war das nicht. Hä? Nee, nicht rückwärts. Warum... Hä? Ist das für mich hier? Also das ist vom Fahrgast das Handy. Warum fahren die nicht? Was ist hier los? Hä? Hä? Ich glaube, das Spiel buggt gerade rum. Warte mal. Wir müssen uns hier mal vorbeiquetschen. Hier passiert irgendwie nichts. Ach du Scheiße, wie stehen die denn hier? Das soll ja um alle mal rumfahren. Also ich will ja eigentlich hier möglichst vernünftig fahren, aber wenn das Spiel hier ein bisschen rumbuggt, dann ist es schwierig. So, weiter geht's. Dafür haben wir jetzt gar keine Zeit. Denn wir sind ja ein krasser Busfahrer und müssen uns ja auch dran halten. An unserem Fahrplan, jetzt habe ich das Wort. Ist hier noch eine Busspur? Nee, hoppala. Oh, mit den Durchsagen ist auch so geil. Ich hoffe, man hört die und es ist jetzt nicht zu leise alles. Nein, was steht da mit seinem scheiß UPS-Auto da am Weg? Der hat wohl eine Macke. Alter Bruder, ich muss ja meine Bushaltestelle da einparken. Ach, sowas kann ich erleiden. Aber das ist ja tatsächlich so, dass sowas auch stattfindet, ne, in Berlin. Also ist... Oh, das ist ein Saturn. Ich könnte ein neues Handy gebrauchen. Aber es findet ja tatsächlich sowas statt hier in Berlin. Jetzt müssen wir mal kicken, wie wir da jetzt reinkommen. So, wir haben schon Verspätung, glaube ich. So, Radfahrer Klaus, kommt keiner. Alter, ich hier mit der Tastatur jetzt hier. So ein Nappel hier, Junge. Ist woanders. So, ich hoffe, das passt. Ah ja, mehr schlecht als recht.
Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, steigen. Nee, scheiße. Ich habe keine Fahrkarten, sind ausverkauft. So, nochmal gucken, alle rein, alle raus. Der sucht sich noch ein Plätzchen. Ansonsten ist hier keiner. Gut, Ampel ist noch. Na, wobei. Ja, doch, komm. Ah, jetzt wird. Ah, perfekt, perfekt. So, Bruder, was ist? Fährst du los? So, ich quetsche mich jetzt einfach mal dreist rein. Der wartet. Prima, danke, Kumpel. So, ab geht's. Noch sind wir gut bei der Musik dabei. Ich habe es übrigens geschafft, diese Kamera, glaube ich, ein ganz kleines Stück nach hinten zu versetzen hier im Bus, aber ich glaube, viel hat es nicht gebracht. Ah, schaffen wir noch. Aber dafür ist die rot, prima. Also das lohnt sich, aber weißt du, manchmal nimmst du noch eine Ampel bei gelb und die nächste ist sowieso rot. Ach, Alter. Oh, da ist mein Arbeitgeber, Bayreuther Straße, da ist ein Bauhaus. Also ich arbeite nicht in dem, aber da ist auf jeden Fall eins. Ich glaube, da war ich auch schon mal. So. Ah, schön wieder an der alten Hut zu sein hier. Ich weiß gar nicht, wie lange die Fahrt jetzt geht. Wir fahren auf jeden Fall jetzt in der Folge die Busspur einmal von vorne bis hinten ab. Warte mal hier, wir haben hier so links, was zeigt uns der hier? Gehen hier die Kilometer, ach hier sind die gefahrenen Kilometer, glaube ich. Na, wir werden ja sehen, wie lange die Folge geht. Wenn nicht, müssen wir vielleicht, oder machen vielleicht doch einen Zweiteiler draus, wenn es wieder über eine Stunde ist. Mal gucken. So, und schon haben wir Verspätung, prima. Ruhe! Wird nie hustet, wenn ich fahre. So, komm. Ich bin Busfahrer, ich habe keine Zeit. Ich bin schon spät dran. So, komm, Taxi Klaus, gib Kette. Soll ich schieben? Oh, mein Bus ist schneller als ein Taxi hier. Ich glaube, da will einer aussteigen. Weil dieses Piepgeräusch macht sonst keinen Sinn. Was machen die jetzt hier wieder? Soll ich schieb mal hier auf die andere Spur rüber. Oh, ich gucke mal auf meinen zweiten Bildschirm, weil ich denke, da ist der Seitenspiegel, aber natürlich nicht. Also ich habe irgendwie nichts gefunden, wie man das einstellen kann, die Seitenspiegel, dass einem die hier eingeblendet werden. Wenn von euch das, wie gesagt, jemand weiß, wie das geht bei sowas, bitte in die Kommentare. So, guck mal, haben wir aber perfekt uns hingestellt. Moin, Oma. Moin, Kumpel. Oh, ein Pumper. Moin. Oh, scheiße. Ich. Nee! 24-Stunden-Karte will er jetzt haben. Ach, hey. Ja, sollst du kriegen, Kumpel? Preis? 8 Euro. Will er mit Handy bezahlen, oder was? 24-Stunden-Karte? Hä? Ach, Bezahlmethode Karte? Warte mal, okay, dann müssen wir... Ich glaube, auf den. Kartenterminal. Der Passagier möchte ein anderes Ticket. Wie, der... gar nicht. Das hat er doch nicht zu entscheiden. Hä? Achso, der will AB haben. Okay, Moment. Ich bin fast gar nicht überfordert. Aber wo wähle ich denn das aus? Storno? Hä? Einzelfahrt? Nee. Hä? 24 Stunden. Aber der will kein AB. Aber ich kann... Hä? Ich kann nicht weiter zurück? Hier sind die Stationen. Einzelfahrschein? Hä? Ja, bitte abfahren. Ja, würde ich ja gerne. Hä, ich verstehe nicht, was ich hier machen muss. Hä? 24 Stunden. Da steht doch. 24 Stunden Karte AB. Aber ich habe irgendwann mal auf ABC gedrückt. Aber wo kann ich denn das zurückmachen? Ich muss doch hier irgendwie in so eine Art Hauptmenü kommen. Das sind die Stationen. Verkauf. Hä? Razzia? Oh nee, ey, ich bin überfordert. Hilfe. 24 Stunden. Ich kann die Zone aber nicht ändern. Muss ich hier raufklicken? Passiert auch nichts. Oh, warte mal, Storno. So. Ticket stornieren. Ja. Nein. Hä? Warum kann ich da kein AB auswählen? Was ist das? Ach, wir fahren so los. Steig so ein. Ist mir scheißegal jetzt. Wir haben keine Zeit für den Kack.
Kannst umsonst fahren, Kumpel. So, ich kann mich... Jetzt kann ich mich im Bus wieder umgucken, danke. Alter, das ist ja belastend. Also keine Ahnung, was ich da hätte drücken müssen. Das funktioniert hier bestimmt auch, aber ich bin irgendwie zu blöd gerade. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen. Aber jetzt schon Verspätung durch den Quatsch. Aber ich konnte doch nirgendwo was anderes anklicken. Ich verstehe das gerade nicht. Was ich da jetzt, warum das nicht ging. Warum ich kein AB auswählen konnte. Chillstraße. Ja. Ich würde auch hier ein bisschen chillen. In der Chillstraße. So, wir müssen ein bisschen Jalla machen hier. Dann fängt er hier schon gut an. Erster Tag als Busfahrer, Klaus. Als Praktikant. Hoppala. Da war der Bordstein. Moin. Wer eine Fahrkarte will, ich habe keine. Alle ausverkauft. Hi. Scheiße. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Ja, toll. Ich auch. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Fahrerwechsel. Hä? Stornieren kann ich nichts. Stopp. Fahrtauswahl. Ich kann nur Einzelfahrstelle. Du hast immer AB drin. Verstehe nicht warum. Ermäßigt ist nicht. Zusätzliches Ticket. Da komme ich immer hier hin. Wenn ich hier auf die Station klicke, passiert auch nichts. Was ist denn Razzia? Passiert nichts. Kaffee saufen will ich nicht. Schichtende. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Ich kann hier nicht mehr auswählen. Hier kann ich die Station, wie gesagt, nur durchscrollen. Ach, hier! Och, nee. So, jetzt AB. Okay. Oh, Katastrophe. So, Einzelfahrschein. Jetzt geht es. Oh Mann, ey. So, die will einen haben. Die gibt so ja passend, die alte. Alter Vater, da muss sie erstmal rinfummeln hier. Ja. Nein. Och Mann. Och nee! Oh, jetzt muss ich wieder diesen Warenkorb rein. Ich muss jetzt wieder stornieren. Oh, ich krieg hier die Krise. Och Mann, ich bin überfordert. Hilfe! Ich will das einfach nur stornieren. Warenkorb stornieren, das geht nicht. Warum geht es nicht? Oh, ich krieg gleich einen Anfall. Das erzeugt gerade richtig Stress hier, ne? So, ich habe das hier rausgenommen. Hier ist nichts weiter drin. Ah, jetzt. Mein Gott. So, hau ab. Oh, die wollen alle eine Fahrkarte. Das gibt's doch nicht. Nein! Lasst mich in Ruhe mit euren scheiß Fahrkarten. So, die will mit Handy. Was war das mit Handy? Ach, keine Ahnung. Hier, hau ruf da. So, hau ab. Ciao. Geh weg. Tag. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Kriegst keinen. Nochmal AB. Mann, bleib doch mal stehen. Sind AB. Oh, Bar. So, ciao. Alter, ist das kompliziert. Oh, nee, ey. Mach nicht sowas mit mir hier, Bruder. Ey, du Huren. Alter, jetzt haben wir schon 5 Minuten. Oh, nee, wir müssen abbiegen. Oh nee. Jetzt haben wir schon über 5 Minuten Verspätung, weil ich zu blöd bin, Fahrkarten zu verkaufen. Es ist aber auch tüdelig. So, Kupis, ich muss hier irgendwie rüber. Lässt mich hier in der Rinn. So, wir haben schon 20 Minuten Aufnahmezeit und 2 Stationen geschafft, weil ich zu blöd bin. Oh nee, ey. Aber gut, ich glaube, da war dieses Fahrkartenterminal, da muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfummeln. Ich meine, ich habe hier keinen Crashkurs vom Spiel oder irgendwas bekommen. Also wie gesagt, keine Ahnung, wo ich da drin war. Na egal.
Die 6 Minuten kriegen wir niemals wieder rausgefahren, ist aber nicht schlimm, da wir hier eh bloß eine Alpha oder eine Beta, also eine Preview-Version spielen. So, ich dränge. Mann, fahr doch! Oh Mann, ich. Ach, ist der doof. Eck! Oh, wir hängen am LKW fest. Ah, Mann, ey. Der sich da so blöd im Weg stellt, ist natürlich sehr ungünstig. So, wir noch mal warten. Ach, Freunde der Sonne. Ich sag euch das. Das ist ja nicht einfach als Busfahrer. Was man hier alles so machen muss. Das ist natürlich hier nochmal warten, machen noch mehr Verspätung. Weißt du, anfänglich habe ich mich darüber aufgeregt, wie soll ich das beschreiben? Guck mal, Tourist Bus Simulator, da gibt es Werbung für. Ich habe mich anfänglich darüber aufgeregt, wie soll ich das jetzt sagen? Wie großzügig die Fahrzeiten hier sind. So, und schon haben wir 7 Minuten Verspätung. So schnell kann es gehen. So, bei mir, da stehe ich hier auf der Innenspur. Wir müssen mit Sicherheit auf die äußere Spur, aber da ist irgendjemand despawned. Ach nee, doch nicht. Hä, warum wird da mit dem Spiegel nicht angezeigt? Ach nee, der fährt geradeaus. Wollte schon sagen. So, Kumpel, können wir? Ich hab keine Zeit. So, reger Verkehr. Wenn wir das nächste Mal fahren, dann machen wir mal auf den Sonntag. Dann ist auch vielleicht mit dem Verkehr hier entspannter. Ich weiß nicht, ob der hier den Berufsverkehr so ein bisschen simuliert. Dass deswegen vielleicht auch ein bisschen voller ist, allgemein. Alter, wo ist meine Spur? Ja, also noch spitzer konnte ich die Kurve natürlich nicht fahren. So, wir müssen jetzt hier mal irgendwie rüber. Ist hier einer? Nö. So, noch eins rüber, vorsichtshalber. Weiß gar nicht, ob wir jetzt zur Indira-Gandhi-Straße zurückfahren mit unserer Route. Oder wie wir da unterwegs sind. Hoppala. Nein, nicht rückwärts. So, haben wir wieder einen Kasten vor uns, sehen nichts. Am Bus herrscht. Oh, was für eine Grafik. Reges Treiben, wollte ich sagen. Wo war denn? Nee. Nee. Auf Null. Ich sitze hier auf dem Schoß. Oh, ist grün. Let's go. Abfahrt. So, ich hoffe, jetzt kommen wir ein bisschen schneller voran. Ich muss mal ein bisschen schneller fahren irgendwo. Moin! Oh, Bremsenbus. So, Beeilung, Kumpel. Oh, eine Fahrkarte! Mit was willst du denn zahlen? Ja, 3 Euro. Nee, weniger. Warte mal, Einzelfahrschein. Was ist denn mit Geld, Junge? Ach, da liegt er schon. Hat er gerade. Hä, aber gerade erst hingefeuert. So, und Abfahrt. So, weiter geht's, haben keine Zeit. Wir müssen uns jetzt beeilen hier. So, guck mal, hier können wir auf die Busspur übergehen, prima. So, 8 Minuten Verspätung, schön. Das wird natürlich jetzt nicht mehr weniger. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wie viele Stationen wir jetzt fahren. Ich glaube, wir fahren auf dem Potsdamer Platz jetzt rauf, kann das sein? Das sieht so aus, von hier zumindest. Oh, Ampel, mach hin, ich will Verspätung rausholen. Übrigens, liebe Grüße an den Kevin, wenn er das Video hier schaut. Der Kevin hat uns, wenn ich jetzt gut oder richtig informiert bin, Train Sim World 3 gesponsert für den Gaming-Kanal. Hieß es so? Ja doch. Können wir mal vielleicht mal als nächstes oder übernächstes Video mal eine Runde mit dem Zug fahren. Train Simulator, habe ich auch ultra Bock drauf. Ich hoffe, mein PC schafft es. Ah ne, ist ja für Xbox, hat er für Xbox gesponsert. Die Xbox kann ich hier meine Capture-Karte anschließen, dann müsste das auch ohne Ruckeln machbar sein. Ach guck mal, da ist die. Soll ich da die Siegessäule darstellen da hinten? Ich glaube, ich fahre hier auf dem Bordstein gerade. Voilà. Und wir fahren Richtung Wedding. Bin ich vorhin auch langgeschossen. So, mit der Vollbremsung hier rein. In die Haltebucht. Oh, überflogen. Algengrütze. Warum wackelt denn der Bus hier so rum? So. Besser ist mal einer ohne Fahrschein. So. Keine Zeit, Freunde. Wir müssen weiter. Und ich muss hier rüber, weil hier nur Abbiegeklaus ist. So. Weiter geht's, die wilde Busfahrt. Ja, doch, das müsste Siegessäule da hinten sein.
So, wir müssen mal ein bisschen Kette geben hier, Freunde. Wir können ja bestimmt auch 55 legal fahren. Ich glaube nicht, dass hier Blitzer integriert sind oder die Rennleitung einen hier rauszieht. Kommt bestimmt alles irgendwann später noch, könnte ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall witzig, dass es so bei Geschwindigkeit... Ja doch, hier ist die Siegessäule, doch. Oh nein, der Kreisverkehr, der ist ultra bescheiden hier. Hier, das ist ein, wer das nicht kennt, hier ist ein dreispuriger Kreisverkehr. Alter, den musst du erstmal ein paar Mal gefahren sein, damit du kapierst, was hier abgeht. Die fahren hier auch kreuz und quer, weil keiner kommt auf diesen Kreisverkehr klar in Berlin. Also vielleicht eine Handvoll Leute, das ist richtig. Das ist dieses andere belastend hier. Das ist ganz, ganz schlimm. Eigentlich müssen wir jetzt auf die Mittelspur, weil wenn wir jetzt auf der rechten fahren, müssten wir quasi die nächste Ausfahrt rausnehmen. Wir müssen aber, glaube ich, weiterfahren. Jetzt müssen wir hier mal genau... Achtet mal auf die Spurführung. Guck mal, da links, da stehen sie. Oh, hoppala, sorry, Kuppel. Okay, hier sind wir richtig, glaube ich. Hier bin ich auch schon mal lang gefahren. Hier kenne ich sogar alles. So, wir sind richtig. Oh, hier ist nämlich auch wieder eine Ampel. Hier fahren die von allen Seiten rein und raus und kreuz und quer. Bruder, muss los. Hier wollt ihr nicht fahren. Also, dass hier nicht täglich 100.000 Unfälle passieren, das wundert mich. Du Kumpel, fahr. Hab keine Zeit. Muss 8 Minuten Verspätung aufholen. So, wir gehen auf unsere Busspur rüber. Wäre natürlich ein Jackpot gewesen, wenn die Ampel grün gewesen wäre. Hätte man ein bisschen was Zeit rausholen können. Sorry, Freunde. Ich bin Azubi. Bei mir dauert noch ein bisschen länger. Moin. Kommen Sie rein. Nein, oh ne, ich will ABC. Oh ne, wo muss ich da jetzt wieder hin? Weil hier ist wieder AB nur. Oh ne, wie habe ich das eben gemacht? Ich habe das schon wieder vergessen. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Oh ne. Oh ne, wie habe ich denn das gewechselt vorhin? Ach, hier mit dem Pfeil. Was will sie haben? ABC. Oh Gott. 24 Stunden? Ne, Einzelfahrschein. So, die zahlt bar, die Alte. 4 Euros. Bar. 20 Cent zurück. Ciao. Der nächste bitte. Guten Morgen. Ich benötige einen Fahrschein. 24 Stunden AB. So, wir waren bei ABC drin. Jetzt habe ich es raus. So. Zack. 9 Euro. 20 Cent. Und der Schein. Ciao. Und Abfahrt. Muss ich während der Fahrt hinsetzen? Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oh, hallo Bildschirm. Was ist jetzt aber für Piepgeräusch? Ich glaube, wenn einer hier Haltewunsch hat, war. So. Alter, das hätten sie aber auch laufen können, die eine Station. Hier ist ja nun wirklich nicht viel. Also jetzt mal ohne Witz. Die hätte man sich ja hier wirklich sparen können, die Station. Die sind ja nur völlig unnötig. Oh, ich habe jetzt zu spät gebremst. Moin. Fahrscheine sind ausverkauft. Na, was denn du? Willst du mit oder nicht? Tag. So, wir müssen uns beeilen. Da ist grün. 10 Minuten Verspätung. Blinken. Oh, nicht gegen die Ampel fahren. Oh, es war knapp. Aber egal. Wir haben die Ampel bei grün bekommen. So. Jalla, Bus. Wir müssen jetzt hier mal wirklich auf eine Tube drücken. Also geil wäre, wenn wir... Ach, guck mal, wir haben eine Minute schon rausgeholt wieder. Wenn wir noch so 2-3 Minuten rauskitzeln könnten bis zum Schluss, wäre cool. Aber dazu müssen wir natürlich auch mal die Geschwindigkeiten fahren, die hier vorgegeben sind. Und die ich immer so rumschleichen die ganze Zeit. Haus der Kulturen der Welt. Geil. Also die Stationsentfernung lohnt sich. Also wer schon mal in Berlin Bus gefahren ist oder auch Straßenbahn... Manche Stationen, die sind total unnötig, weil die so eng beieinander sind. Ich denke, Alter, da könnt ihr die auch einfach mittig packen. Und dann können die Leute auch 3,50 Meter einfach mal laufen. Aber da muss der Busfahrer nicht alle 20 Meter anhalten. Moin. So. Ich stehe auf dem Bürgersteig, macht nichts. So, yalla. Nix Zeit. Oh, nee. AB. Okay, ich weiß nicht, wo wir noch drin sind. Ich hätte mir angeboten, immer auf diesen Pfeil da gleich zu drücken. Was will er haben? 24 Stunden. Was die alle mit ihrer 24-Stunden-Karte hier wollen. Zack, zack, zack. Bar. Und bitteschön. Ciao. Weiter geht's. Mann, ich will hier dahin. Ich muss mir mal nochmal die Knopfbelegung angucken. Wir können auch die Türen selber steuern.
Aber dazu müsste ich dann auch mal erstmal herausfinden. Also ich müsste das ist natürlich auf Simulation dann erstmal alles umstellen, ne? Dass ich alles quasi im Bus selber steuern kann. Aber das machen wir jetzt vielleicht noch nicht in Folge 2 und auch noch nicht in Folge 3. Gebt mir mal noch ein bisschen Eingewöhnungsphase in das Spiel. Dass wir erstmal alles mal so ein bisschen fahren. Und dann machen wir auch mal ein paar Folgen, wo wir so Hardcore-Modus machen. Und da klingelt schwer ein Handy. So. Dafür müssen wir eigentlich blinken an der Bus. Oh, genau vorm Pfeiler, scheiße. Oh, passt. So, keiner hat Bock. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Wenn keiner aussteigen will, dann fahren wir halt weiter. Hoppala. Ein bisschen sehr weit ausgeholt. So, die kriegen wir bei grün. Perfekt. Jetzt können wir mal ein bisschen Zeit rauskloppen. So, Kette, Kette, Kette. Rollen lassen. Beschleunigen. Rollen lassen. Beschleunigen. Rollen lassen. Jedes KMH. Ui. Möchte jemand Olaf Scholz besuchen? Dann möge er jetzt bitte aussteigen. Hier bin ich auch schon mal lang gefahren. Kenne ich auch alles die Ecke hier. So. Oh, bin schon wieder zu schnell. Oh, bremsen, Kumpel. So, Freunde. Solange die Ampel rot ist. Jalla. Oh, nee. Es geht wieder los. AB. Ein Fünfer. Viele haben Einzelfahrschein. Und 2 Euro Speck. Ciao, der nächste. Jawohl. Bar. Ein Fünfer. 2 Euro zurück. Ciao. Noch jemand? Gut, weiter geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kumpel uns hier vorlässt. Wir müssen mal Kette geben hier, dass er uns in den Bus reinfährt. Nein, ich wollte nochmal blinken. Oh, auch schön hier. So sieht es hier wirklich aus. Ich bin auch schon ein paar Mal unten durchgefahren. Krass, wie detailverliebt das Spiel ist. So, kann man hier 50 knallen? Jawohl. Ach, ich weiß, wo wir hinfahren. Wir fahren wieder Richtung Alexander Place. Aber hier ist grün, wir müssen uns beeilen. Jede grüne Ampel ist Goldstaub gerade. Oh Gott, ist das eng hier. Ja, jede grüne Ampel ist Goldstaub für uns mit unserer Verspätung. Da ist auch grün. Jalla. Oh, das schaffen wir noch. Die müssen wir noch kriegen. Jawohl. Das war doch dunkelgelb. Das habe ich genau gesehen. So. Na prima. Guck mal, nur noch 8 Minuten Verspätung. So langsam wird es doch. Ich glaube, bei dem Fahrkartenklaus langsam klar. Moin. Oh, aua. Was war das denn? Da bin ich irgendwo hängen geblieben mit dem Bus. Aua. Hä, was ist das? Wo bin ich jetzt hier hängen geblieben? Hä? Das ist doch gar nichts. Naja. Oh, nee. Tag. Sind wir noch bei AB drin? Ich glaube. So, Einzelfahrschein. 3 Euro. Bar. Ciao. Der nächste, bitte. Guten Morgen. Ich benötige einen Fahrschein. ABC. Kann ich das mit Karte zahlen? Selbstverständlich. Sie können alles, was Sie wollen. 24 Stunden. Jawohl. Karte. Kartenterminal. Ciao. Weiter geht's. Keine Zeit. Achso, wieder in der Busspur. Brauche ich nicht blinken. So. Freunde. Läuft doch. Wenn man so ein bisschen mal reingekommen ist und nicht mehr so maximal zu überfordert ist, geht das doch hier schon so langsam. So, leider wieder rot. Schade. Anhalten, Bus. Anhalten. Mann. Geh an dein Handy ran, du Affe. Geh mal dir auf den Sack hier, mein Bus. So, wir haben schon wieder 34 Minuten. Abfahrt. Vollgas. Wir müssen Zeit rausholen. Immer noch Verspätung am Start. Jawohl, wisst ihr Bescheid, Freunde. Wer aussteigen will, dann jetzt. So, die grüne Ampel schaffen wir auch noch mit ein bisschen Schwung. Auch die Busfahrer fahren in Berlin immer mal ein bisschen schneller. Das ist mir auch schon auf jeden Fall aufgefallen. Niemals fahren die alle da Strich 50. Moin! Da könnt ihr noch Post einwerfen, da vorne rechts, wer noch Bedarf hat. Blinker aus. So, 8 Minuten 30 Verspätung. So, kommt keiner?
Dann geht's weiter. Dann mögen wir hier nicht länger stehen als nötig, denn wir haben immer noch Verspätung. So. Wir nutzen natürlich unsere Busspur hier weiter. Und geben alles, was der Bus hergibt. Aber wollen wir nicht zu sehr übertreiben. Ein bisschen ordentlich wollen wir ja auch noch fahren. So, da ist grün. Schaffen wir die grüne Ampel noch? Dann. Hui! Ein bisschen Fahrgäste schaukeln hier. Jawohl. Ich blicke immer noch. Was ist das für ein nerviges Geräusch hier die ganze Zeit? So, prima. Ein paar grüne Ampeln helfen uns wieder bei den Verspätungen. Mahlzeit. Oh. Ich glaube, wir müssen mit dem Bus auf jeden Fall immer blinken, wenn wir losfahren. Ich glaube, das machen die immer. Wenn die losfahren, Blinker links. Oh, nee. Ich hab keins. Alle ausverkauft, tut mir leid. Einzelfahrschein. 3 Euro. Bar. Ciao. So, Bruder, zieh ab. Keine Zeit. Jawohl. 3 Euro Bar. Ciao. Abfahrt. Let's go. Automatiktüren regeln. So. Dann können wir aber beim nächsten Stopp nochmal raufschmulen, wie viel Verspätung. Oh, du. Opala! Nein, gibt doch Blitzer. Ist ja geil. Okay, geil. Nehme ich in Kauf. Ist in Ordnung. Finde ich gut. Ich finde, also es ist das erste Mal, dass ich mich freue, geblitzt zu werden, weil dann müssen wir uns noch an die Geschwindigkeiten halten, Algengrütze. Aber okay, ist gar kein Problem. Dann ist das so. So, Mahlzeit. Ich weiß, ein bisschen Verspätung. Wie viel haben wir? Guck mal, nur noch 7 Minuten. Wir haben 1 Minute schon wieder rausgefahren. Moin. Ich brauche einen Fahrschein. Jawohl, den kriegst du. Mit Handy, Kartenterminal. Ciao. Komm, schneller, wir haben keine Zeit. Fließbandarbeit. Nein. So, ABC. 24 Stunden. Ein Zehner. Ein Bar. Ciao. Der nächste. Moin. Jawohl. Was will er haben? AB. Jetzt habe ich raus, den Dreh. So, klappt das schon ganz gut jetzt. Und im Bar. Ciao. Nimm mit. Und Abfahrt. Da steht da jetzt wieder 8 Minuten mehr. Ey, wir haben schon wieder eine halbe Minute verloren wegen den ganzen Fahrkartenmenschen. So. Yalla, Habibi. Nix Zeit. Oh, eine grüne Ampel, die ist gern gesehen. Vollgas. Komm, die müssen wir mitkriegen. Jawohl, prima. Super. So, dann könnt ihr in der Marienkirche jetzt aussteigen. Ich habe schon wieder vergessen zu blinken beim Losfahren. Aber es ist gerade noch alles ein bisschen viel. Ich bin froh, dass der Fahrkartenverkauf jetzt erstmal klappt. So. Und da halt mal wieder. Oh, der leckt da ein bisschen rum, der Mensch. Das sieht sehr wild aus. Moin. Morgen. Ich benötige ein Ticket. Holen. 3 Euro, Kumpel. Zack, zack. Bar, Abfahrt, ciao. Der nächste. Moin, ein Fahrschein bitte. Oh, die mit ihren 1000 Tickets hier. Müssen wir doch mal runterstellen. Achso, die mit Handy bezahlen. So, bitte. Ciao. Der nächste. Morgen, ein Ticket bitte. Kurzstrecke. Wie viel würde das kosten? Weiß ich nicht. 2 Euro. So, ciao. So, jetzt blinken wir aber mal wirklich. So, Abfahrt. Auch wenn wir nur auf der Busspur fahren. So, das Ding da bauen sie auch tatsächlich schon ewig. So, Blinker aus, sonst geht mir das auf den Sack. Der Nils hat mir übrigens hier ja auch ein kleiner Zuschauer, hat mir hier auch ein. Oh, 30. Vielleicht will ich in die Station reinquatschen. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Der Nils hat mir hier ein Lenkrad angeboten. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Aber ich weiß nicht, wohin damit hier. So viel Platz habe ich hier auf meinem Tisch tatsächlich nicht. Was wird es hier ran? Aber es würde sich auch 100 Mal besser fahren, glaube ich. Moin. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Jawohl. Mit Handy. Das ist übrigens geil, dass du mit Handy jetzt da bezahlen kannst, oder mit Karte. Früher konntest du ja immer nur bar machen. Moin. Moin. Kann ich bitte ein Ticket haben? Jawohl. ABC. Gibt es sofort. 24 Stunden. Was willst du machen? Achso, hier liegt da schon der Zehner. So, bar. Zack. Bitteschön. Ciao. Oh, Bus, lass doch die Türen zu. Okay, es ist ein bisschen doof mit dem Automatikgeplänkel hier. Aber ich kann jetzt nicht gegensteuern, solange das aktiv ist.
reicht es leider nicht deaktivieren. Guck mal, wir haben bloß mal 6,5 Minuten Verspätung. Läuft. So, komm, mache. Mache dich auf grün. Oh, das dauert. Nur mache. Komm, Kumpel. Was haben die denn eigentlich hier für wilde Pfeile auf dem Boden gemalt hier? Was ist denn da in der Mitte für ein Pfeil? Achso, wenn die hier abbiegen wollen oder... Nee, hä? Ah, nee, ist die Fahrradspur. Nee, ist die Abbiegerspur, dass es da zur Abbiegerspur geht. So. Wo müssen wir jetzt lang? Bus hier lang. Nee, Bus da lang. Oh, zu spät geguckt. Ciao. Tut mir leid. So, dann sind wir wieder am Alex. Fast. Nee, doch, sind wir. So, wir müssen abbiegen. Krieg hin. Wir müssen gleich mal reinluschern, wie viel Station ich hier noch fahren muss. Damit ich mal so weiß, was wir wieder an Aufnahmezeit haben. Aber ich denke, wir kriegen die Stunde leider wieder voll, Freunde. Es tut mir leid. Aber vielleicht freut sich auch der ein oder andere. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier im Fahrplan rumblätter, dann verpasse ich da ja auch die grüne Ampel. Das wäre für einen Arsch. So. Los geht's. Oder auch nicht. Ampel sagt nein. Ich denke, Busse haben hier... Okay, jetzt fahren erstmal die da hinten. Aber wir können ja vielleicht schon mal... Und ich finde nie wieder den Fahrkartenverkauf nachher, wenn ich das jetzt... Ich kann sowieso nicht reingucken jetzt. Ach, egal. So, 6 Minuten Verspätung haben wir noch. Aber schon schön was rausgefahren. Schon 4 Minuten wieder rausgepresst. So, Kumpel. Letzte Abfahrt. Ach Mann. Was ist das hier eigentlich? Kann ich hier die Ampel bedienen? Oh. Drück da mal rauf. Passiert da irgendwas? Nö. Warum auch? Oh, vielleicht doch. Für was ist denn der Knopf? Aber vielleicht ist es so eine Busgesteuerte, also so eine Busampel. Also, hey, wo muss ich denn lang? Ach hier. Oh Gott, Hilfe. Was ist das für eine Kurve? Oh, voll der Müllhaufen. Hier ist ja ekelerregend. So. Da sind wir. Ein- und aussteigen bitte. Oh, steigen aber einig. Ist das schon die Endhalt? Ach, Fahrt endet hier. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel. Route vollständig. Ach, prima. Ha, mit 6 Minuten Verspätung. Ich denke mal, da kann man sich auf die Schulter klopfen. Da wird auch die Folge nicht so lang. Schön. Ja, Freunde. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ging ja jetzt dann mit abruptem Ende. Dann doch besser als gedacht. Schön. Gut, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch zum Betriebshof zurückfahren. Das spare ich mir jetzt aber. Ich suche mir noch eine schöne Location, wo ich nochmal mit dem Bus ein schönes Foto schießen kann. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Mal gucken, welche Route wir als nächstes fahren. Ja. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da. Also habe ich ja schon gesagt. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüssi!